Ja. Ihr seid live. Ja. Hallo zusammen, willkommen in Stream 2. Ich habe die Ehre, den hervorragenden Christian Aschop anzusagen. Christian wird uns nun im Verlauf einiges zum Pair-Programming erzählen. Und was ich vorher noch tun wollte, wer das jetzt sehen kann, ich habe hier entsprechend eine Mentimeter-Webseite. Und wenn irgendwelche Fragen auftauchen oder so, dann bitte einfach dort eintragen. Wichtig ist, auf menti.com gehen, den Code eintragen, 31 39 32 16. Und wir können die Fragen sammeln. Ich habe den Bären nicht mehr. Hinterher werden wir das dann gemeinsam. Das ist beruhigend. Ja, ich würde jetzt mal weitergeben. Christian, bitte. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Fingerzeig nach drüben gesehen. Das heißt, schaltet vielleicht einfach jetzt auf mich, mein Mikro und meine Kamera und sagt einfach nochmal, los geht's. Dann lege ich los. Ich warte einfach auf ein Signal, ne? Das hier? Es geht los. Alles Klärchen. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin live, ihr seht meine Folien, ihr seht mich. Einen schönen guten Tag. Ich starte meinen Timer, weil das für mich wichtig ist, als alter Mann. Ich habe heute das Vergnügen oder die Ehre, euch in knapp einer Stunde ein bisschen was zum Thema Pair-Programming zu erzählen und warum es die Arbeitsweise ist, die ich am meisten schätze und warum ich nichts mehr anders tun wollen würde. So, den einen resette ich hier auch nochmal. Was wollen wir uns heute genau anschauen? Einmal natürlich eine Definition und Einordnung und ein paar Gedanken. Da kommen wir nicht drum rum, rund um das Thema Arbeiten, wie Arbeiten heute so ist. Danach steigen wir sehr tief ein ins Thema Pair-Programming. Wir schauen uns die Facetten an, die Anforderungen an den Arbeitsplatz. So, wie das tägliche Arbeiten dann aussieht, welchen Typen im Team ich denn so begegne, wie das Mindset und das Selbstverständnis sein sollte, welche Vorteile Pair-Programming hat. Und natürlich auch, welche Ängste und Vorurteile das Ganze begleiten. Und danach gebe ich euch ein paar Insights und Tipps mit auf den Weg, wie ihr das gut machen könnt und was wir so tun bei uns im Team und wie Pair-Programming in Zeiten von Remote aussehen kann. Damit schließen wir dann, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Kurz zu mir, Christian Aschoff hat der Bernd ja schon vorgestellt. Ich hoffe, ihr konntet ihn hören. Senior IT-Consultant bei der Brockhaus AG seit 2002. Seit 2012, arbeite seit 2002 im Bereich IT, Schwerpunkte Frontend, Backend, DevOps, also alles schon gemacht. Mache das ja auch schon fast 20 Jahre und arbeite ungefähr so seit 10 Jahren im Bereich oder mit Pair-Programming in unterschiedlichen Ausprägungen. So, wenn wir uns Pair-Programming nähern oder wie man es immer macht für einen Talk, man guckt erstmal so nach einer Definition, was finde ich in so einem Internet dazu, und da guckt man bei Wikipedia und da fand ich es eigentlich ganz drollig, gerade die deutsche Definition, die sagt dann Paar-Programmierung, auch Tandem-Programmierung, war mir neu, Englisch Pair-Programming, ist eine Arbeitstechnik, die sich häufig bei agilen Vorgehensweisen zur Softwareentwicklung findet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Extreme Programming. Das sind gute Hinweise, sagt mir aber überhaupt nichts darüber, was ist eigentlich Pair Programming. Dann habe ich auf der Englischen geschaut und die bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Pair Programming ist an Agile Software Development Technique, in which two programmers work together at one Workstation. Und das ist es auch eigentlich in a nutshell. Ich arbeite quasi im Pair, also immer zusammen an meinen Herausforderungen und Problemen und erarbeite gemeinsam Lösungen an einer Workstation. Wie die aussieht, schauen wir uns auch gleich mal an. Aber was in der englischen Definition nicht drin steht, ist halt der Hinweis auf Extreme Programming. Und da wollen wir jetzt einmal kurz eine Einordnung machen. Pair Programming ist nämlich eine der 12 Practices des Extreme Programmings. Vor allen Dingen zum ersten Mal, glaube ich, verschriftlich in diesem herrlichen Buch Extreme Programming Explained von Kent Beck. Ich weiß nicht, wer es kennt. Genau. Und das ist eigentlich eine Sammlung von Best Practices. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. So aus der Praxis einmal niedergeschrieben, wie kann man denn gewisse Dinge machen und sein wirkliches Doing, seine Operative organisieren. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, das war der vorgezogene Showcase, aus dem sich dann im Endeffekt das agile Manifest zu weiten Teilen rausentwickelt hat, wo man dieselben Dinge nochmal aus einem anderen Blickwinkel halt mal festgehalten hat. Schauen wir da mal rein. Die 12 Practices gruppieren sich im Endeffekt über 4 Areas. Und was ich jetzt mal gemacht habe, ist, rückblickend auf die fast 20 Jahre, wo ich in der IT unterwegs bin, einfach mal zu gucken, was hat sich denn so in den Projekten etabliert,
von diesen Practices, die, wo sind sie tatsächlich in der operativen gelandet und am täglichen Doing und wo sind vielleicht nochmal so ein paar Felder, wo man nochmal reinschauen könnte. Heißt nicht, dass sie alle perfekt ausgeführt sind, sondern nur, dass wirklich versucht wird, daran zu arbeiten. Und da sieht man so Sachen wie Simple Design, System Metaphor, das heißt, wir müssen eine Sprache finden. Mittlerweile auch Sustainable Pace, das heißt, wir wollen kontinuierlich arbeiten und nicht so in diesen Peaks und Spikes und solchen Geschichten. Continuous Integration und Small Releases, ich glaube, das hat mittlerweile jeder auf dem Schirm und da jetzt ja auch fast jeder agil arbeitet oder versucht es zu tun, natürlich auch das Planning Game. Was noch nicht so ganz weit verbreitet ist, sind so Sachen wie, ja, bei Coding Standards festlegen, wirkliche Collective Code Ownership zu haben, ne? Also ich bin verantwortlich für jeden Teil von meinem Code und so Refactorings oder Design Improvements, ja, nimmt man sich vor, aber macht man sie denn wirklich? Ja, gut, da muss jeder in sich selber reinschauen und mal gucken, wie viel er denn da wirklich von in der Operativen tut. Und Whole Team, das heißt, nicht nur die Entwickler, sondern alle Rollen drumherum haben genauso viel Einfluss und Feedback-Möglichkeiten. Ja, man kann sich schon erahnen, ne? So, was findet eigentlich total wenig Verbreitung? Das ist Pair-Programming und Test-Driven Development. Und das ist halt sehr schade. Aber warum ist das eigentlich so? Können wir jetzt mal reingucken. Denn immer, wenn ich höre so, ja, Pair-Programming ist so eine coole Sache, wollen wir das nicht ausprobieren und machen, dann hört man immer mindestens eines von diesen Argumenten. Entweder von der Management-Seite, dass man sagt, das ist doch viel zu teuer, ich bezahle doch nicht zwei Leute dafür, dass sie den Job von einem machen. Oder, naja, dann schafft das Team ja nur noch die Hälfte, das ist doch totale Verschwendung. Aber auch aus den, sage ich jetzt mal, Umsetzungsteams gesprochen, hört man auch immer so ein paar Ressentiments, wenn es dann doch ernst werden sollte, sowas wie, eigentlich will ich alles selber programmieren und in Ruhe für mich arbeiten oder naja, ich will für einen Brocken Software oder Code halt die volle Verantwortung übernehmen, da soll mir keiner reinreden und boah, Pair-Programming ist doch eigentlich nur labern und eigentlich will ich ja coden und wenn ich alleine arbeite, dann bin ich doch eigentlich viel, viel schneller. Aber gucken wir uns mal an, wie wir heute eigentlich so auf Teams gucken. Das heißt, wir haben so einen Product Owner, wir haben so ein paar Business Analysten, Entwickler, Bildmanagement, QA, wenn wir Glück haben, auch noch einen UX-Designer dabei, einen Agile Master und einen Stakeholder. So, wenn wir jetzt aber mal so das Agile darüber stülpen, das seht ihr ja schon, da will ich ja im Endeffekt drauf hinaus. Es ist ja eigentlich so, dass eine Teamstruktur so aussehen sollte. Ich habe einen Product Owner, einen Agile Master oder Scrum Master und ein Umsetzungsteam. Das ist dann egal, bin ich Business Analyst, Entwickler, Bildmanager oder bei der Quality Assurance, vollkommen egal, denn gemeinsam bilden wir das Team. Und wir haben die Verantwortung dafür, dass unsere Software optimal läuft, fehlerfrei ist und etc. pp. Ich wiederhole jetzt nicht alles, was zum Agilen gehört. Aber trotzdem versammeln wir uns halt um so ein paar Core Values, was wir eigentlich erreichen wollen. Und zwar Empowerment im Team. Wir wollen Produktverantwortung haben. Wir wollen Ende-zu-Ende-Verantwortung haben. You build it, you run it. Und User Value ist das höchste Gut, nachdem ich irgendetwas priorisiere. Das heißt, ne, Verantwortung, großes Thema. Ne? Also das Produkt und die Verantwortung für das Produkt liegt im gesamten Team, nicht auf einzelne Menschen. User Value, Qualität, Verfügbarkeit und Output. Das heißt im Endeffekt, Aufgaben werden nach User Value priorisiert und nicht, wer gerade da ist. Im Fehlerfall muss das ganze Team sich darum kümmern, dass ein Fehler korrigiert wird und nicht eine einzelne Person, die im Zweifelsfall vielleicht nicht da ist. So, das Team ist halt auch dafür verantwortlich, dass keine Bottlenecks entstehen, sondern ich konstanten Output habe. Und genau. Und natürlich sind wir für den reibungslosen Betrieb verantwortlich. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Aber wie kann das im Endeffekt gelingen und was kann ich denn dafür tun? Schauen wir nochmal kurz auf so ein Team, wie sich so ein Umsetzungsteam denn zusammensetzt. Ne? Haben wir gerade auch schon mal gesehen, ein bisschen aufgeschlüsselt. Ne? Haben wir vielleicht drei Business-Analysten, eine Person, die halt Quality Assurance macht, vielleicht zwei Menschen im Frontend, drei im Backend, einer, der Storage kann, einer, der Operations kann. Und wenn wir da schon mal drauf schauen, erkennen wir ja schon im Endeffekt, dass wir zumindest bei drei Bottlenecks haben potenziell, ne? Storage, Operations und Quality Assurance. Und die müssen wir im Endeffekt ja auflösen, wenn wir als Team ganzheitlich für unser Produkt verantwortlich sein wollen und konstanten Output erzeugen möchten. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass jeder, der auch gerade in einem frisch gegründeten Team unterwegs ist, einen speziellen Skill mitbringt, der eminent wichtig ist, dass ein Produkt zum Erfolg gebracht werden kann. So, das heißt, eigentlich sind wir alle unsere kleinen Wissensinseln und unsere kleinen Bottlenecks, wenn man so möchte. Und deswegen müssen wir Wissensinsel auflösen, weil ich im Endeffekt Verantwortung übernehmen möchte für das, was ich da baue. Und wenn ich nicht weiß, wie etwas funktioniert oder zusammenhängt, dann kann ich mich nur schwer damit identifizieren. Und wenn ich nicht weiß, warum ich etwas tun muss, dann fällt es mir auch schwer, mich für das Wie zu begeistern. Ne? Das bedeutet im Endeffekt Code Ownership. Das bedeutet im Endeffekt Wissen von der Fachlichkeit bis hin zu Operations und nicht, das macht halt der Kollege, da kenne ich mich nicht aus.
So, und dann sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt Pair Programming angelangt. Wir gucken jetzt mal rein, wie diese Methode dabei helfen kann. Und wir machen mal einen Breakdown so von ganz oben bis runter ins Detail, bis auf die menschliche Ebene. Also welche Ideen und Ansätze gibt es, um Pair Programming anzufangen und zu verankern, gerade in einem frischen Team? Und anfangen werden wir jetzt gleich mit den Facetten von Pair Programming. Ich finde, was Pair Programming total gut zusammenfasst und eigentlich auf den Punkt bringt, auch wenn es ein bisschen klingt wie so ein Kalenderspruch, ist so, tell me and I will forget, show me and I may remember und involve me and I will understand. Und das ist eigentlich quasi so das Motto und das Mantra von Pair Programming. Involve me and I will understand. Genau, schauen wir jetzt mal so auf die oberste Ebene, habe ich mir mal gedacht, auf die Facetten von Pair Programming. Kann ich mal direkt vorweg schicken, es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen anekdotisch werden, ne? Weil bin schon lange in dem Bereich unterwegs und das macht das dann auch so ein bisschen greifbarer. So, welche Facetten und Ausprägungen gibt es denn vom Pair Programming? Wenn man mal drüber nachdenkt, ich habe es mal genannt, Pairing bei Bedarf. So, das haben viele Entwickler sowieso schon gemacht. Das ist, wenn der Kollege mal rüberkommt und sagt, ich habe da mal ein Problem, können wir da mal zusammen drauf gucken? Oder ich muss da, ich habe da einen Bug in Produktion, lass uns den mal zusammen fixen und so weiter und so fort. Überall da, wo ich mir eigentlich Unterstützung hole. Ist aber nach Abschluss löst sich das Pair, was sich gerade spontan gebildet hat, aber auch direkt wieder auf. Und das heißt, es geht eigentlich mehr so in die Richtung kollegiale Unterstützung. Das ist ein erster guter Schritt, um einfach mal Erfahrungen zu sammeln, mit jemandem gemeinsam ein Problem zu bearbeiten. Und Nachteil natürlich, wenn man das eigentlich so handhabt, ist halt, ne, die Synergien, die sich halt gebildet haben beim ersten Mal zusammen gemeinsam arbeiten, die gehen natürlich direkt wieder verloren, wenn jeder wieder an seinen Arbeitsplatz geht und dann arbeitet, wie es vorher gewohnt war. Die Ramp-Up-Phase ist natürlich dann immer wieder hoch. Man muss sich wieder so ein bisschen einschwingen und einspielen und gucken, wie tickt denn der andere so und wie kann man gut gemeinsam arbeiten. Und ohne Witz, das Management kann skeptisch darauf reagieren, wenn man das dann öfters macht. Ist mir tatsächlich auch schon so passiert, dass das Management vorbeigestolpert ist bei uns im Büro und guckte und sagte dann nur so Dinge wie, ihr rechnet aber auch nur einen Tag ab, ne? Weil ihr sitzt ja zu zweit vor einem Computer. Das kann ja hier nicht sein. Nun ja, Pairing als Mischlösung wäre dann quasi so der nächste Gedanke, der einem vielleicht kommen könnte, wie man Pair-Programming machen kann. Und das hat zwei Ausprägungen, die ich schon erleben durfte. Und da wurde einmal gesagt so, ja, dem Team wird gestattet, an 2 von 5 Tagen Pair-Programming zu machen und an den anderen Tagen wird richtig gearbeitet. Und zwar jeder für sich. Und die zweite Ausprägung ist, einem Teil der Entwickler in dem Team wird erlaubt, Pair-Programming zu machen, den anderen halt nicht. Und das, ja, ich meine, der Gedanke dahinter ist halt so ein bisschen, ja, dann erlaube ich sie ein Stück weit, dann sind sie schon zufrieden und das wird sehr gerne als Kompromiss so ins Feld geführt. Aber das ist überhaupt keine gute Idee, weil die Arbeitsweise sich dadurch echt radikal verändert. Würde sie durch Pair-Programming auch, aber nur in eine Richtung. Hier hätten wir jetzt 2 Richtungen, wenn wir halt so Pairing an mehreren Tagen betrachten. Ne? Weil Aufgaben werden dann nicht mehr nach User-Value priorisiert, sondern danach ist heute Pairing-Tag oder nicht. Und so entstehen 2 parallele Arbeitsströme und das ist echt tödlich. Das will ich auf gar keinen Fall haben. Es gibt dann überhaupt keinen Flow im Team, sondern eher eine Unwucht. Ne? Ah, heute ist Pairing, heute ist kein Pairing, heute kann ich das machen, morgen kann ich das machen. Ist dann der Sinn und Zweck der Sache. Und Pairing als Privileg, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist überhaupt keine gute Idee. Ist mir aber auch schon tatsächlich passiert, wie ich vorhin mal erzählt habe, das Management stolpert vorbei, guckt rein, sagt, was macht ihr denn da? Dann wurde wohl erkannt, was sie da gemacht haben, war jetzt gar nicht so eine schlechte Idee, dass die es gemeinsam machen, also war die Managemententscheidung, ihr beiden dürft pairen, die anderen aber nicht. Wie haben wir darauf reagiert? So wie man es meiner Meinung nach tun sollte, und zwar mit, nee, machen wir nicht. Also niemals sich auf so einen Deal einlassen. Da sage ich ganz ehrlich, obwohl ich eigentlich nicht mehr anders arbeiten will, bevor jemand mit so einer Idee das wirklich versucht umzusetzen, dann macht man lieber gar kein Pair-Programming. Dann haben wir Pairing als Modus operandi, habe ich es mal genannt. So, das heißt, das ist eigentlich die Stufe, wo ich hin will. Ne? Also jede Story, jede Aufgabe wird ausschließlich im Pair bearbeitet. Und davon abzuweichen ist die Ausnahme und nicht die Regel. Egal, welche Aufgabe und welche Story kommt. So. Davon gibt es dann auch wieder 2 Varianten, so die festen Pairs, ich habe es mal Tag-Team genannt, oder halt wechselnde Pairs. Das ist natürlich, wie schon gesagt, der Modus, wo ich eigentlich hin möchte. So die Orientierungsphase ist kurz, natürlich muss ich mich auch erstmal daran gewöhnen, so zu arbeiten, aber die Potenziale können sich schnell entfalten und das Team kann gemeinsam in diese Methode hereinwachsen. Natürlich, und da bin ich wieder beim Management und liebes Management, falls ihr da sein solltet, ich habe euch trotzdem alle lieb, aber eine natürliche Skepsis ist dann erstmal da, aus den üblichen Vorurteilen. Und oft wird dann gesagt, ja, dann will ich aber Zahlen von euch sehen.
Ja, wunderbar. Also gerade wenn ich im agilen Setup unterwegs bin, Velocity, Throughput, talala, die Sachen sind sowieso öffentlich. Guck sie dir doch an. Ne? Vergleichen kann man sie eh nicht unter Teams. Du kannst nur sehen, wie das sich auf mein Team auswirkt. Und dann kannst du deine eigenen Schlüsse ziehen. Ist überhaupt kein Hemmnis, sollte man sich nicht von abschrecken lassen. Jetzt haben wir noch den Aspekt feste Pairs und wechselnde Pairs. Feste Pairs führen eigentlich immer zur Klüppchenbildung. Beim Pair Programming geht es nicht darum, deinen Arbeitspartner fürs Leben zu finden, sondern eher eine möglichst große Durchmischung im Team zu haben, dass man viele wechselnde Partner an der Stelle hat. Genau, also halten wir fest, Modus operandi ist eigentlich das, wo wir hin möchten. Jetzt möchte ich mit euch einmal über die Gestaltung des Arbeitsplatzes sprechen. Wie müsste das eigentlich aussehen? Ja, wir sitzen momentan alle zu Hause und ja, wir arbeiten alle remote. Klar, aber es gab eine Zeit davor und es wird hoffentlich auch wieder eine Zeit danach geben und wir müssen halt dann, oder wir dürfen dann alle wieder im Büro arbeiten und dann müssen wir halt damit umgehen, wenn wir Pair Programming machen wollen. Wie sollte denn der Arbeitsplatz an der Stelle gestaltet sein? So, gehe ich jetzt auch relativ fix drüber, weil die Bilder sagen, glaube ich, mehr als 1000 Worte, die ich sprechen könnte. Sieht man schon zu zweit an einem Schreibtisch, vor einem Monitor, vor einem Maus und Tastatur. Am besten noch einen Rollcontainer auf der rechten Seite. Nee, das ist nichts. Da sitzt keiner bequem und das ist nur ermüdend und das stresst halt auch nur für beide. Besser ist schon an der Stelle, wenn man sagen kann, okay, ihr habt eine Zwei-Monitor-Lösung. Und vielleicht mögt ihr jetzt schmunzeln, dass da steht 19 bis 24 Zoll Monitore. Wenn ihr mehr habt, seid glücklich, aber die Regel ist immer noch so, mehr als 24 gibt es halt nicht. Aber der Trick jetzt ist jetzt hierbei, ich habe die zwei Monitore und ein Schuh wird halt raus, wenn ich auch zwei Tastaturen und zwei Mäuse habe, die an einen Rechner angeschlossen sind. Die beiden Monitore sind halt gespiegelt vom Bild her. Das heißt, ich habe zwar de facto nur einen Monitor, aber der ist halt gespiegelt und jeder von den beiden Pairing-Partnern kann halt entspannt davor sitzen und muss sich nicht verrenken an der Stelle und muss auch nicht Maus und Tastatur hin und her schieben. Das mögen halt auch viele Menschen nicht. Das ist aber noch nicht eigentlich, das ist schon sehr gut und ich glaube, damit kann man schon gut pairen. Ideal ist es aber, wenn man eine Pairing Station hat. So nennt man das eigentlich in der Regel. Das ist eigentlich nicht viel anders als das davor, aber man hat halt zwei Schreibtische, die sind in der Regel auch ein bisschen kleiner, ne, damit die halt auch gut auch noch in ein Büro reinpassen, wo vorher nur ein Schreibtisch drin stand. Die stehen halt nebeneinander und sind separat höhenverstellbar. Weil wenn mein Pairing-Partner 1,90 ist und ich mit meinen 1,70 daneben sitze, entweder komme ich nicht an die Tastatur oder der kommt mit den Knien nicht unter den Schreibtisch. Also muss man das schon entsprechend ideal einstellen können. So, und natürlich aktuell heute Pairing in Zeiten von Remote, da habe ich gleich nochmal einen richtigen Abschnitt zu. Da gucken wir später dann rein. Am Schluss. So, jetzt haben wir gesprochen über die Facetten. So, was gibt es so im Pair-Programming? Welche Arten gibt es denn und wie sollte das Arbeitsumfeld aussehen? Warum habe ich jetzt nochmal den Exkurs mit dem Arbeitsumfeld reingenommen? Pair-Programming ist schon anstrengend genug und da sollte jetzt das Umfeld und die Infrastruktur kein limitierender Faktor sein, meiner Meinung nach. Und das sollte halt einfach so sein gegeben sein. Genau. So, und das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen. Genau. Schauen wir jetzt aber tatsächlich mal ins tägliche Arbeiten. Jetzt geht's ans Eingemachte. Zeit, sein Pair zu finden. Wie machen wir das denn eigentlich mit dem Pair-Programming? Ja, um ein Pair zu finden, braucht man halt im Endeffekt ein Meeting, sage ich mal so, ne? Und zwar das Pairing-Meeting. Das sollte immer zu einem definierten Zeitpunkt jeden Tag stattfinden. Bei uns ist das zum Beispiel direkt nach dem Daily, ist direkt das Pairing. Dauert 2, 3 Minuten. Oder halt zu Arbeitsbeginn, wenn man nicht agil arbeitet, wo man weiß, da sind alle Menschen vor Ort und da können sich alle drauf einigen, ist dann aber halt verpflichtend. Wichtig bei dem Punkt ist halt, Pair-Programming ist grundsätzlich Teamverantwortung. Niemand stellt sich dahin und diktiert, du heute mit dem, du heute mit dem und du heute mit dem und du morgen mit dem, sondern das Team muss halt selber schon erkennen, wer mit wem heute ideal zusammenarbeitet und da gibt es diverse Gründe für, warum er mit ihm und er mit ihm. Das muss man halt untereinander ausknobeln. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere Zuhörende, wie jeden Tag repairen? So, ja. Und muss da nicht am Ende des Tages die Arbeit dann immer fertig sein? So, nee, nicht unbedingt. Und jetzt möchte ich euch etwas vorstellen, was wir bei uns Story Anchor nennen. So, weil selten, sind wir mal ehrlich, sind User Stories so geschnitten oder so fein geschnitten, dass sie tatsächlich am Ende des Tages erledigt sind. Und der Story Anchor, der begleitet eine Story tatsächlich von Anfang bis Ende. Und gerade wenn wir über die Verantwortungsaspekte geredet haben, heißt dann vielleicht sogar von der Fachlichkeit bis zur Implementierung, bis es hinterher in Produktion ist. Genau. Und der Pairing-Partner wechselt quasi täglich zu dem Story-Anchor hinzu. Weil es macht selten Sinn, ein komplettes Pair halt dann auf eine neue Story, auf dieselbe Story zu setzen.
Also der Story Anchor, der kennt ja die Strategie, sowas hat man sich überlegt, wie will man es umsetzen und den aktuellen Arbeitsstand. Und das frische Augenpaar kann halt die Strategie validieren, die man sich überlegt hat, beziehungsweise halt noch neue Impulse setzen. Ne? Was folgt daraus? Die Qualität der Lösung steigt und das Wissen wird gut verteilt im Team auf mehrere Schultern und weil mehrere Leute halt auch drauf geschaut haben. Klar habe ich natürlich dann aber auch mal eine Ramp-Up-Phase, wenn ich nicht, im Vergleich dazu, wenn ich feste Pairs hätte. Genau. Oder war ich schon ein bisschen zu weit? Das macht aber überhaupt nichts. Genau, es gibt im Prinzip drei Anchor-Arten, die wir halt unterscheiden bei uns auch im Team. Das ist einmal der Weak Anchor, dann gibt es den Strong Anchor und dann gibt es den Rolling Anchor. Fangen wir mit dem Weak Anchor an. Habe ich hier schon mal vorgeshadowed. Genau, ist ein auf dem Gebiet, wo die Story sich befindet, eher unerfahrenes Teammitglied. Und wird das wird dann halt Story Anchor, halt begleitet die Story von Anfang bis Ende. Es kann ja zwei Dimensionen haben oder auch mehr Dimensionen, aber wir nehmen jetzt einfach mal fachliche und technische Expertise. Das heißt, entweder muss ich die Fachlichkeit noch ein bisschen lernen oder halt muss technisch da entsprechend vielleicht noch die eine oder andere Wissenslücke schließen. Und die wechselnden Pairs, die halt dann auf die Story kommen, ja, die haben in der Regel tieferes Wissen, was das angeht. Das ist ideal für Wissensaufbau, weil Wissen verteilen und Wissensinseln auflösen ist ja eines der oberen Ziele. So, Festigen von Wissen durch tägliches Aufgleisen neuer Partner, das heißt, ne, ich implementiere und ich muss dann auch nochmal erzählen, was haben wir eigentlich gemacht, was haben wir vor, ist anstrengend für den Anchor, klar. So, und aber dafür wird der Stamm im Team quasi gefestigt, ne, was diese Themen halt angeht. Ne, und Aufgleisen dauert vermutlich ein bisschen länger, als wenn es ein erfahrenes Teammitglied machen würde und es unter Umständen unvollständig, weil man vielleicht einfach einen Aspekt vergisst, aber gut, nimmt man den Kauf und der Pairing-Partner, der drauf kommt, ist ja entsprechend erfahren. Der Strong Anchor ist eigentlich genau das Gegenteil, so, das ist ein Experte auf dem Gebiet und eigentlich könnte er diese Story auch komplett alleine umsetzen, der bräuchte eigentlich niemanden, der hat das ganze fachliche und technische Wissen. Und das ist eigentlich eine super Gelegenheit, ne, um erfahrene Teammitglieder Insights oder Deep Dives halt einfach nahe zu bringen, sich Sachen einfach mal anzugucken, ne? Wissensvermittlung kann dann da ein ganz entscheidender Punkt sein und natürlich besteht halt die Gefahr der Betriebsblindheit, weil du hast halt einen Experten auf dem Gebiet und jemanden, der vielleicht noch nicht so ein tiefes Wissen hat und dann nimmt man viel manchmal als gegeben sein. Und dann haben wir noch den Rolling Anchor. So, wenn ich eine Story in einem Feld habe, wo, ja, sag ich mal, das Wissen weit verbreitet ist im Team, gut bekannt ist, so, dann kann man halt auch sagen, naja, Strong Anchor haben wir nicht, Weak Anchor haben wir nicht, aber wir wollen ja schon irgendwie nicht jeden Tag alle Pairs dann neu auf diese Story irgendwie aufgleisen, also machen wir im Prinzip einen rollierenden Anchor. So, das heißt A mit B, B mit C, C mit D. Und das ist eigentlich super gut, um Verbesserungen an der Applikation nochmal durchzuführen, den Tunnel zu vermeiden natürlich, das ist etwas, was uns immer wieder hier begegnen wird, ne? Sich gegenseitig auf ein höheres Niveau halt zu heben und vielleicht auch mal in die Kleinigkeiten reinzuschauen, sei es irgendwie ein Programmiertrick oder sonst irgendwas und auch sehr gut, um neue Dinge einfach auch mal auszuprobieren, sich die Zeit da zu nehmen. Genau, da gibt es aber natürlich die Gefahr dadurch, dass ja A mit B, B mit C, C mit D irgendwie B begleitet die Story nicht bis zum Ende, C halt auch nicht und A sowieso nicht, dass ich irgendwann mal lost in tasks bin, dass ich so ein Gefühl einstellt. Da sprechen wir gleich noch mal drüber und schauen noch ein bisschen tiefer ein, was man da tun kann. Aber halt, das kommt halt durch den permanenten Wechsel von den Themen. Das kauft man sich bei einem Rolling Anchor halt ein Stück weit dann mit ein. Genau, jetzt möchte ich euch mit euch mal drüber sprechen, was für Typen gibt es denn eigentlich so im Team? Wem begegne ich denn eigentlich so? Und vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder. Ich weiß, ich erkenne mich da in einem zumindest wieder. So, Pairing ist generell die intensivste Form der Zusammenarbeit, ne? Und deswegen ist es total wichtig, wie wir miteinander umgehen, wenn wir Pairing machen. Wir müssen rücksichtsvoll miteinander umgehen, respektvoll. Und wir müssen im Idealfall halt den Pairing-Partner wirklich auch schon ein Stück weit kennen. Für neue Teams, die jetzt frisch damit anfangen, vielleicht auch frisch gebildet sind, ne, ist das natürlich eine gewisse Hürde. Deswegen ist meine Empfehlung immer an der Stelle, macht eine Selbsteinschätzung, eine Selbstcharakterisierung im Rahmen einer Retro oder eines irgendwie anders gesonderten Termins, wofür ihr euch die Zeit eine Stunde oder so. Denn reflektiert einfach mal so, was seid ihr denn zum Beispiel für ein Entwicklertyp? Gibt es vielleicht Punkte, die euch triggern? Oder solche Geschichten. Und seid da ehrlich zueinander, ne? Weil je mehr ihr hier kommuniziert oder in dem Moment kommuniziert, desto eher können sich die Menschen, mit denen ihr dann pairen werdet, darauf einstellen und man lernt sich besser kennen, man ist einander vertrauter und ja, was man halt nicht machen muss, ist ein Seelenstriptease. Darum geht's auf keinen Fall. Und der Anspruch ist auch nicht, dass man, nur wenn man es jetzt hier einmal erwähnt hat, dass sich jeder
alles von allen merkt. Es geht darum, so ein bisschen als Team zusammenzurücken und vielleicht die eine oder andere Reaktion einordnen zu können, wenn sie im Pairing denn auftaucht, und sie wird auftauchen. So, reden wir mal über die Archetypen im Pair-Programming. Die kennt, glaube ich, jeder. So der berühmte Driver und der Co-Pilot. Man könnte sogar sagen, das sind die beiden Rollen im Pair-Programming natürlich. Ne? So, das heißt, der Driver, der implementiert, schreibt irgendwie Tests und schreibt den Produktionscode, und der Co-Pilot so behält die Gesamtübersicht, achtet auf Formalien, Standards, Fachlichkeit und gibt halt Impulse, wenn ihm was auffällt. Im Idealfall sind die Anteile Driver und Co-Pilot, sorry, ich hatte ja gerade eine Stimme auf dem Ohr, Driver und Co-Pilot so 50-50 verteilt. Das heißt, mein Anteil ist 50% umsetzen, 50% Co-Pilot an der Stelle. Und das ist gerade für frische Pairs, habe ich es jetzt mal genannt, ungewohnt und braucht auch eine Eingewöhnungsphase. Und die muss man sich halt auch nehmen und sich gönnen und in Kauf nehmen. Ne? Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben unterschiedliche Programmier- und Arbeitsstile. Und wir haben einen unterschiedlichen Grad an Fehlertoleranz. Fehlertoleranz bedeutet hier nicht, ja, ist jetzt falsch, checke ich aber mal ein, sondern eher, wann korrigiere ich zum Beispiel einen Fehler, den mir die IDE anzeigt. Klassisches Beispiel ist ein Semikolon, was vergessen wurde. Korrigiere ich das gleich oder korrigiere ich es sofort? Und glaub mir, das sind Triggerpunkte bei manchen Menschen. Total. Deswegen ist meine Empfehlung, ne, nachdem man sich ausgetauscht hat, was machen wir hier eigentlich und was ist unsere Umsetzungsstrategie, wendet radikal TDD an in den Bereichen, wo es geht, weil da sind die Rotationsphasen halt super, super, super kurz. Und die Punkte, die ich oben aufgeführt habe, so, was bin ich denn für, welcher Geschwindigkeit arbeite ich, was mein Programmierstil ist, glaube ich, so das Naheliegendste. Sprecht einmal kurz drüber, bevor ihr mit der eigentlichen Arbeit anfängt. Ne? Und wechselt Positionen nicht nach Zeit, weil das würde ich normalerweise tun. Ich bin 10 Minuten zum Beispiel Driver, 10 Minuten Co-Pilot, und dann wechselt man halt einfach hart nach Zeit durch. Aber man kann natürlich auch sagen, man wechselt nach Abschluss eines Aspekts. Na, da braucht man auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Das kann dann sein 8 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten, vielleicht auch mal 15. Na, aber es sollte nicht exorbitant ausufern, sodass immer noch die 50-50 grob getroffen werden. Aber setzt euch da nicht zu sehr unter Druck an der Stelle, sondern sagt, hier, komm, jetzt habe ich den Abschnitt oder den Gedanken fertig, lass uns jetzt wechseln. Ja, das sind die Archetypen. Sowas möchte ich eigentlich haben, wenn ich Pair-Programming mache. Danach sollte man streben. Aber ja, das ist auch eine Bewegung auf etwas zu und nicht ein Zustand, den man von Anfang hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, so welche Stereotypen man so im Team normalerweise begegnen kann. Ne? So, das sind natürlich Keyboard-Grabber und Interceptor, wenn sie halt in der Co-Pilot-Rolle sind. Gerade wenn ich eine Pairing-Station habe, habe ich Maus und Tastatur vor mir und kann sagen, jo, ich kann mal schnell das Semikolon da setzen oder ich benenne mal schnell die Methode um oder halt die Variablen, den Variablennamen gefällt mir ja auch nicht. Das heißt, er korrigiert Ad-Hoc-Code und bringt natürlich beide dabei damit raus. Und der Interceptor, der greift halt nicht ein, sondern der kommentiert halt nur. Der sagt, Semikolon, Methode, nicht gut, Fehler, Achtung, Vorsicht, Feuer, es brennt. Wozu führt das denn? Ne? So beide Pairing-Partner sind gestresst und genervt und die Arbeit geht sehr, sehr langsam voran. Also es fühlt sich unglaublich ineffektiv an. So, und naja, wenn ich Keyboard-Grabber bin und das bei mir feststelle, ne, beißt dir auf die Finger und deine Zeit des Driver kommt und dann kannst du halt coden und nutzt vielleicht die Zeit bei dem Wechsel, um gewisse Dinge anzusprechen. Und das ist eigentlich immer so ein guter Moment, sich dann vielleicht nochmal eine Minute zu nehmen und zu sagen, lass mal kurz darüber reden, ich hätte das vielleicht anders gemacht, und so halt quasi in den Dialog reinzufinden. Genau. Und manchmal erledigen sich die Dinge halt auch einfach von selber. Genau, dann gibt es das andere Extrem, den Tunnel-Lover. So, ist natürlich dann jemand, der in der Driver-Position sitzt und wenn er halt weiß, dann will er coden. Ich rede nicht drüber, jetzt ist meine Zeit, ich kann jetzt 10 Minuten programmieren, ich teile meine Gedanken nicht, ich vergesse Raum und Pair, habe ich es mal genannt. Und ich glaube, das kennen viele. Ich kenne das auch und ich liebe das total, im Tunnel zu sein, einfach mal stundenlang zu programmieren. Fühlt sich einfach gut an, ist so ein transzendenter Zustand. Genau, führt aber dazu, dass überhaupt kein Pairing stattfindet, weil das Pair dann einfach abschaltet und sagt, das macht hier eh keinen Sinn. So meine Impulse, die kommen eh nicht an, die werden nicht mal gehört. Und das Ende vom Lied ist dann, der Code, der dann da rauskommt, glaubt mir, der ist fehleranfälliger und oft nicht nachvollziehbar, weil testen will man jetzt nicht, ich will jetzt einfach Code schreiben und herzlichen Glückwunsch. Wir waren gerade dabei, wie Legacy Code geboren wurde.
an der Stelle. Niemand traut sich mehr ran, niemand versteht ihn, es gibt keine Tests. Das bleibt jetzt so. Genau, was kann ich denn tun? Also ich zwinge mich dann selber, ich kann jetzt auch aus meiner Perspektive sprechen. Wenn ich merke, ich tauche gerade oder ich biege ab Richtung Tunnel, dann sage ich einfach einmal laut, oh, ich teile gerade meine Gedanken nicht, warte eine Sekunde. So, das bringt mich dann selber wieder raus, unterbricht mich aber nicht. Und was wir dann teilweise machen, ist tatsächlich, jetzt wechseln wir dann einfach mal 5 Stündchen auf konsequentes TDD. Sprich, ne, ja, TDD muss ich hier nicht erklären. Ich glaube, das kennt ihr alles. Genau, dann gibt es noch das Passive Pair. So, das kommt dann zum Tragen in der Co-Pilot-Position. Das heißt, das ist wenig kommunikativ und gibt wenig Impulse und sagt sich, ja, ja, Driver-Position brauche ich eigentlich nicht. Der andere macht das doch viel besser oder der kennt sich doch viel besser aus. Ich sag mal nichts. Führt aber genauso dazu, dass Pairing nicht stattfindet. Ne? Wenn ich halt Passive Pair bin, muss ich mich halt ein Stückchen zwingen, aktiver zu sein. Ist nicht einfach, muss ich aber tun. Ist ein Stück weit die Anforderung. Und wir sind alle dafür verantwortlich, dass Pair-Programming zum Erfolg wird. Und wenn ich Driver bin und das merke, dann muss ich halt versuchen, meinen Pairing-Partner wirklich zu aktivieren, zu sagen, so komm, wolltest du nicht mal ein bisschen coden, jetzt mach du mal. Und wahrscheinlich muss ich sogar ein bisschen mehr führen, als ich es normalerweise in einem Pairing tun würde, einfach um Sicherheit zu geben. Genau, trifft halt total oft auf, wenn Expertise auf Unerfahrenheit trifft. Ne? Und das ist natürlich eine ideale Situation, um Wissen weiterzugeben. Wissen weitergeben heißt aber nicht, dass ich zum Teacher werde. Ne? Also kommt in beiden Rollen vor. So, und es gibt einfach keine Kommunikation auf Augenhöhe, sondern belehrendes Verhalten. Und das führt natürlich auch zu nichts, außer zu Unmut und dass man keine Lust mehr hat, mit der Person zu pairen. Und dann gibt es natürlich noch den Backseat-Coder. Das ist derjenige, sobald er in der Co-Pilot-Rolle sitzt, anfängt Code zu diktieren. Und jetzt vielleicht schmunzelt ihr ein bisschen und sagt, das macht doch keiner. Doch, machen Menschen. Die sagen dann sowas wie if, Klammer auf, x größer 3, Klammer zu, geschweifte Klammer, neue Zeile, Einrückung. Habe ich noch erlebt vor 2 Wochen. Genau. Führt aber im Endeffekt in beiden Fällen dazu, dass Pairing nicht stattfindet und man ist total demotiviert, weil entweder behandelt mich der eine von oben oder der andere diktiert mir halt seinen Code, hält mich also eigentlich auch für dumm, dass ich nicht mal meine Schuhe zubinden kann. Ja, wichtig halt für Teacher, ne? Versucht zu erklären und nicht zu belehren. Das ist nicht immer einfach, aber das kann man lernen. Und wenn mein Pair halt Backseat-Coder ist, dann muss man ihn wahrscheinlich oder einfach mal darauf hinweisen und sagen, pass auf, das kriege ich gerade auch noch hin, so eine Bedingung zu formulieren. Und das Witzige ist, meistens merken die Menschen das gar nicht, dass sie das gerade tun, sondern verfallen in alten Automatismus rein. Von daher, ne, es gibt immer 2 Seiten von einer Medaille und mehrere Perspektiven. Genau, das waren jetzt natürlich Stereotypen. Ne? Also in Vollausprägung kenne ich eigentlich niemanden, der so ist. Ne? Aber so Aspekte und Züge stecken in vielen Codern drin. Aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Und manchmal kommen die auch tatsächlich erst zum Tragen, wenn sie in einer gewissen Pairing-Konstellation unterwegs sind. Von daher ist es nicht ganz so einfach, mit dem Finger drauf zu zeigen, hätte ich jetzt fast gesagt, und zu sagen, du bist Typ so, du bist Typ so, du bist Typ so. Ne? Aber es ist wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, damit, wenn man es mal erlebt, dass man es halt auch direkt einordnen kann. So, wir haben jetzt schon gerade auf der letzten Folie auch gesehen, in gewissen Situationen muss ich dann halt auch was sagen, auch als Co-Pilot oder wie auch immer. Ne? Und muss halt gewissen Strömungen einfach auch gegensteuern, wenn mir halt selber was nicht passt. Ne? Und dazu bedarf es halt einem bestimmten Mindset und Selbstverständnis, was bei mir im Team, in dem ich unterwegs bin, halt auch verankert ist. Ne? Das heißt, ich sage mal so, gerade das Mindset und das Selbstverständnis hat super große Schnittmengen mit dem agilen Mindset. Ich glaube, die beiden Dinge tun sich halt auch viel. Ne? Und deswegen würde ich auch sagen, das agile Mindset kann auch ein Fundament für Pair-Programming sein. Und so, und da ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich nicht verhandelbar. Jedes Teammitglied muss dieses Mindset einfach mitbringen, sonst wird es echt schwierig. Und zwar Augenhöhe. Ne? Jede Meinung, jeder Gedanke zählt. So, und frische Perspektiven bringen oft ganz ungeahnte neue Lösungen. Kommunikation und Feedback-Kultur muss etabliert sein, ne? Weil nur ehrliche und angstfreie und offene Kommunikation wirkliches Wachstum im Team, als Team, überhaupt das ermöglicht. Gedanken zu teilen ist ein Schlüsselfaktor und auch nur so fördere ich effektive und qualitativ hochwertige Lösungen. So, jeder muss Wissensdrang mitbringen. Also wenn das nicht da ist, dann wird es halt schwierig, sich genau auch diesen neuen Feldern und Lernfeldern zu stellen. Und ich muss ein Teamplayer sein. So, der Erfolg des Teams und des Pair-Programmings muss immer höher sein als
das persönliche Streben. Muss sich aber nicht ausschließen, im Idealfall ergänzt es sich. Ne? Und ganz ehrlich, Individualisten, die Sachen lieber komplett für sich alleine machen, die werden im Pair-Programming nicht glücklich. Eigenverantwortung, ne? So, da sind wir auch wieder bei vielen Dingen, die man auch aus dem agilen Umfeld halt kennt, ne? So Selbstreflexion des eigenen Handelns überprüfen, ne? Jedes Teammitglied ist dafür verantwortlich, dass Pair-Programming zum Erfolg geführt wird und ich muss dadurch eine gewisse Form von Initiative auch zeigen. Spannend ist auch Mut und Selbstbewusstsein an den Tag legen, weil ich muss die Komfortzone verlassen, ich muss euch neue Herausforderungen stellen und weniger vertraute Felder bespielen, wahrscheinlich in der Hauptzeit meiner Arbeitszeit und dafür ist ein sicheres Umfeld nötig. So, wenn ich das jetzt so alles auf mich nehme, was habe ich denn überhaupt für Vorteile von Pair-Programming, wenn ich das denn einsetze? Das ist natürlich der Wissenstransfer. Da haben wir schon gerade ganz viel drüber gesprochen. Backup und Wissensinseln auflösen, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Ist, glaube ich, klar. Über den Punkt Qualität haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig gesprochen. Weil durch Pair-Programming habe ich ein permanentes Vier-Augen-Prinzip. Und Leute, wie geil ist das denn bitte? Also weg von Branching-Konzepten, weg von Pull-Requests, weg von Code-Review, habe ich die ganze Zeit durch ein 4-6-8-Augen-Prinzip alle Menschen, die auf dieser Story drauf waren. Es passieren weniger Fehler, leichte und verborgene. Verborgene sind ja, die sind halt richtig teuer, ne? Und über Zeit entwickelt sich, weil wir halt uns permanent austauschen, ein entsprechender Coding-Stil, wodurch dann halt Fehler durch Unwissenheit, so habe ich halt nicht gewusst, habe ich anders gemacht, deutlich reduziert werden. Ne? Und ganz ehrlich, man nimmt weniger Shortcuts, weil wenn wir uns mal ernst tief in die Augen gucken und sagen, keine Ahnung, habe ich mal schön 10 Stunden durchgeballert und müsste eigentlich jetzt noch 3 Tests schreiben. Manchmal fragt man sich, reichen dann nicht auch 2? Im Idealfall hat man, wenn man pairt, nicht 10 Stunden gearbeitet, sondern 8 und auch noch den 3. Test geschrieben, weil der Pairing-Partner sagt, naja, komm, aber eigentlich wäre es schon besser, wenn wir es tun. Und es ist besser, wenn man es tut. Und natürlich, der Druck verteilt sich auf mehrere Schulterpaare. Ne? Und Kontext haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Ich kann viel schneller Fehler finden, fixen, in Produktion dann den Fix bringen, wenn sich mehr Menschen auskennen. Und danach natürlich auch meine QoS oder wie es auch immer heißt, erhöhen. So. Und was habe ich denn noch vom Pair-Programming? Ehrlichkeit und Konflikte. Total spannendes Feld. Weil Pair-Programming ist eine super ehrliche Arbeitsmethode. Konflikte schwelen halt nicht lange in einem Team, sondern sie kommen schnell zum Vorschein. Und das ist gut, weil sich dann Fronten nicht verhärten. Und es gibt nicht die Gerüchteküche oder dieses Hörensagen, he shed, she shed, bla bla bla. Man kennt es, was so über Monate schwelt und irgendwann explodiert und dann muss ein Team auflösen, weil das Hopfen und Malz verloren. Bei Pair-Programming wird das früher passieren und meistens kriegt man es dann irgendwie geregelt. So, und natürlich Lernfelder werden schneller sichtbar und Ungleichgewichte. Dann gibt es nicht mehr die Situation mit, ja, vor 6 Monaten haben wir vielleicht mal nicht laut genug gesagt, dass wir das ja eigentlich gar nicht können und jetzt stehen wir da und jetzt muss das Release halt nochmal um ein Jahr verschoben werden, weil wir irgendwas halt nicht getan haben, sondern man erkennt diese Ungleichgewichte deutlich schneller und die können halt ausgeglichen werden und die Bedarfe im Team halt ebenfalls. So, und Pair-Programming gibt mir natürlich Sicherheit, weil ich muss mich einer Herausforderung nicht mehr alleine stellen, ich muss mich mit dem Umbau nicht alleine stellen. Und über Diskussionen, über die Änderungen, die man halt tut und die Anpassungen, die geben mir halt einfach auch mir persönlich Sicherheit. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass ich eine tragfähige und gute Lösung gebaut habe und dass wir die gebaut haben. Und Geschwindigkeit. So, Aufgaben bleiben weniger lange liegen, da alle im Team diese Aufgabe erledigen können. Und nicht, weil Kollege XY gerade im Urlaub ist, können wir diese Sachen erst in 4 Wochen angehen. Nein, wir können sie jetzt angehen. Vielleicht nicht so schnell, wie der Kollege das hätte tun können, aber wir arbeiten daran und sind wahrscheinlich schon fertig, wenn er wieder da ist. Dadurch ist natürlich die effektive Durchlaufzeit so. Wie lange ist eine Story denn überhaupt von ist geplant bis ist in Produktion bei uns irgendwo im Backlog drin? Deutlich schneller. Da die Qualität natürlich auch steigt, das heißt, weniger Sachen kommen aus der Testpipeline und so zurück, wo es heißt, da funktioniert etwas nicht. Deswegen ist die effektive Durchlaufzeit natürlich schneller. So, reden wir aber auch mal über Ängste und Vorurteile und ein kleines bisschen auch über Gefahr von Pair-Programming. Wir erinnern uns am Anfang an das Zitat, so Arbeit dauert doppelt so lang beziehungsweise ist doppelt so teuer. Ja, da gibt es eine herrliche Studie, die ist auch schon ein bisschen älter. Die hat irgendwann Alistair Cockburn mal durchgeführt, zusammen mit Laurie Williams, und zwar an der Universität. Haben die gesagt, ja, wir haben jetzt hier Softwareprodukt, was entwickelt werden soll, 3 Stück an der Zahl. Folgende Aufgaben gibt es hier zu erledigen.
wir teilen unsere Studis in zwei Gruppen und die eine Gruppe macht das alles alleine, die andere Gruppe arbeitet im Pair. Und dann gucken wir mal, was passiert. Weil wir haben halt ein bisschen experimentiert. Und wie man dann so sieht, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase an seinem Pairing-Partner, sie haben es die Screaming-Phase genannt, also wo man sich erstmal finden musste, kann man schön sehen, dass zum Beispiel bei Programm 2 und Programm 3, dass das Pair nur 15% länger gebraucht hat an investierter Zeit. Und das heißt investierte Zeit und nicht Zeit. Das heißt, die waren de facto sogar schneller, bis das Produkt fertig ist, haben wir mit zwei Menschen dran gearbeitet. So, wenn wir das jetzt mal so nehmen, also die Zahlen und so könnt ihr alle in den Studien, die hier unten verlinkt ist, einfach nachschauen. Ich gehe jetzt einfach mal so rüber. Wenn wir mal eine Anwendung nehmen mit 50.000 Lines of Code und man sagt so im Schnitt 50 Lines of Code pro Stunde schreibt so ein Entwickler, dann würde in der Einzelentwicklung würde man 1.000 Stunden brauchen, um das Programm zu schreiben, im Pair halt 1.150 Stunden, was ja dann auch im Endeffekt 150 Stunden mehr sind. Die muss auch irgendeiner bezahlen. Ne? Wenn wir mal annehmen, so Tagessatz 1.200 Euro oder Verrechnungsquote, sind das auch immer 22.500 Euro an der Stelle. Aber jetzt kommt der spannende Punkt. Die Fehlerquote ist signifikant geringer in der Lösung von den Pairs. Die kannten in dem Experiment nicht die Tests, die gegen diese Applikation gelaufen gelassen werden, sondern die wurden dann einfach dagegen geschubst und dann hat man geguckt, wie verhält sich denn die Applikation, richtig oder falsch. So, und da gibt es dann halt auch wieder so gewisse Statistiken zu, die wir jetzt mal ranziehen können. Na, die stehen auch in der Studie drin. Statistisch machen Devs so 100 Fehler je 1000 Zeilen Code. Jetzt sagt man, oh Gott, das ist, ich auf keinen Fall. Naja, muss man mal überlegen. So 70% von diesen Fehlern oder Bugs, die man so einbaut oder einbauen würde, die fängt die IDE ab. Da bin ich wieder bei dem Semikolon, was fehlt. Im Hintergrund wird compiled und dann sagt der Compiler hier vorne, das funktioniert nicht, die IDE unterklingelt das, ne? Ist ein Fehler. Oder halt im Bildprozess dann selber und sei es dann bei irgendwelchen automatisierten Regressionstests, die ja gegen die Applikation laufen gelassen werden. Sag mal so, 70% kriegt man locker raus, bleiben also im Endeffekt 30. Und wenn wir das jetzt mal angucken, wie viele Fehler bleiben denn dann übrig bei der entsprechenden Applikation? Das heißt, in der Anwendung, die der Einzelne entwickelt hat, sind es 1500 Fehler, im Pair wären es nur 1225 Fehler. Hier erkennt man schon, auch Pair-Programming schützt einen nicht davor, dass Fehler passieren. Es passieren nur weniger Fehler. Und das halten wir jetzt mal gegeneinander. Also 150 Stunden extra Entwicklungszeit gegen 225 Bugs, die wir potenziell einsparen. So, und wenn wir jetzt mal überlegen, eine durchschnittliche Zeit für, ich teste, dann muss der Bug gefixt werden, dann brauchen wir ein neues Release, dann muss das wieder durch die Pipelines durch, dann muss ich retesten und dann nochmal gucken, ob alles okay ist oder nicht, sagt man so zwischen 4 und 10 Stunden Nettozeit, ne? Nicht am Stück, sondern insgesamt. So, das heißt, im Endeffekt ist es sogar fair zu sagen, wir haben 150 Stunden, die wir vorher extra investieren in die Entwicklung und die Qualität. Und wir sparen am Ende des Tages 900 bis 2250 Stunden Bugfixing und Maintenance. Und Fun Fact, die Lösungen, die die Studis im Pair entwickelt haben, hatten deutlich weniger Lines of Code als die Lösungen, die in der Individualentwicklung entstanden sind. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist jetzt auch ein Projekt mit Studenten. Ist das denn repräsentativ? Kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie es bei mir die Erfahrungen sind aus den Projekten, die ich bisher begleiten durfte. Und ich finde mich in dieser Studie zu 100% wieder. So viel zu dem Argument, Pair-Programming ist so unglaublich teuer. Ist es am Ende des Tages nicht, wenn man die Applikation ganzheitlich betrachtet. Gut, reden wir jetzt aber mal über ein paar Ängste, die man haben kann, wenn man Pair-Programming mal anfängt. Und das, was ich am häufigsten höre, ist halt, boah, die Arbeit wird dann aber eigentlich schon permanent überwacht. Ich habe da immer einen neben mir sitzen. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie unterm Brennglas zu arbeiten. Und was da eigentlich hintersteckt, ist halt so die Angst, so dass Wissenslücken und Lernfelder, die man vielleicht noch hat, als Schwäche ausgelegt werden können. Und das ist auch in manchen Unternehmen halt so, ne? So, das Ansehen im Team kann sinken oder im Unternehmen, das Standing im Team halt, ne? Die Karriereperspektive kann unter Umständen gefährdet sein dadurch. Oder halt auch, wenn jemand extern ist, vielleicht die Folgebeauftragung. Wie kann man dem denn begegnen, ne? Eigentlich mit ein paar relativ einfachen Argumenten und Sichtweisen, finde ich. Und zwar
ganz wichtig ist, das breites Wissen aufzubauen, ist ein Ziel und nicht der Startzustand. Das heißt, wir können da gemeinsam dran arbeiten. So, und wenn du gerade ein neues Team hast und du da drin bist, dann bist du da wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund drin, weil du irgendetwas besonders gut kannst und nicht, weil du alles, was da ist, gut kannst. Ich meine, da gibt es ja auch so viele Programmiererwitze drüber. So, ihr sucht nicht eine Person, ihr sucht ein ganzes IT-Department, ne? Genau, nein, man ist also da, weil man irgendetwas besonders gut kann. So, und daran kann und muss und soll man sich auch messen lassen, an den anderen Sachen nicht. Und das sollte ein Selbstverständnis sein im Team. Zeit einräumen, das Wissen sich anzueignen und berücksichtigen, dass halt jeder unterschiedlich schnell lernt, ne? Und natürlich motivierte Teammitglieder haben, die Wissen weitergeben wollen und auch selber Neues lernen wollen. So lernt man dann gemeinsam neue Dinge, vielleicht nicht dieselben, aber man lernt gemeinsam. Und natürlich kein Blame Game, sondern eine offene Austauschkultur und gegenseitige Unterstützung. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt Lost in Tasks, was ich vorhin mal gesagt habe bei dem Rolling Anchor. Und das ist halt der häufige Kontextwechsel in einem Ende-zu-Ende verantwortlichen Team. Ne? Vor allen Dingen bei Menschen, die halt frisch dazugekommen sind zum Team und die nicht Story-Anchor sind. So, und wie kann man dem denn begegnen? Also zwei Dinge muss man tun. Einmal, wenn es einem so geht, sprecht das offen und ehrlich an. Das ist keine Schande zu sagen, ey, ich bin gerade so ein bisschen lost. Irgendwie fehlt mir gerade so die Richtung und die Orientierung. Ich flipper hier quasi durch die Stories, gefällt mir gerade nicht. So, und auf der anderen Seite ist das Team verantwortlich dafür, sich ad hoc genau darum zu kümmern. Egal, auf was man sich geeinigt hat, jetzt muss man sich halt gegenseitig in dem Moment unterstützen beziehungsweise dem Teammitglied helfen. Und dann ist auch meine Empfehlung, so machen wir das auch. Ja, dann Weak Anchor oder Strong Anchor, irgendeine laufende Story, ist egal. Wir machen dann auf dieser Story kein Rolling Anchoring mehr. So, oder sagt ihr, okay, ich möchte gerne nur einfach 2 Tage mal mit dem Kollegen oder 3 Tage zusammenarbeiten, ich muss das jetzt mal kurz durchdringen, ja, dann macht das. Da muss man halt auch ein bisschen pragmatisch sein an der Stelle. Genau, und die letzte große Gefahr, die ich so kennengelernt habe, ist halt, ich habe es genannt, nur Pflicht und keine Kür. Das betrifft hauptsächlich Teammitglieder, die mit einer sehr, sehr, sehr spezifischen Expertise in das Team reingekommen sind, die vielleicht auch nicht jeden Tag gefragt ist. Aber am Ende des Tages, immer wenn eine Aufgabe in dem Bereich anfällt, immer bei ihm auf dem Schreibtisch landet. Und der sich eigentlich, ja, über Zeit eigentlich immer nur noch um dieses Thema dreht und eigentlich gar nicht das machen kann, wofür er hoffentlich oder sie dann hoffentlich auch wirklich im Team ist. Und zwar Wissen weitergeben und neues Wissen aufbauen. So, das führt dann zu unglaublichem Frust. Also gerne ist das so, wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt ein DevOps-Team, wir machen jetzt auch Operations. Wer kann denn Operations? Wir können Softwareentwicklung. Wir brauchen jemanden aus Operations in unserem Team. Dann kriegt man hoffentlich jemanden aus Operations, der mit im Team ist und der aber auch Bock hat, ein bisschen zu coden. Und wir haben hoffentlich Bock, auch ein bisschen Operations zu lernen. Am Ende des Tages ist man dann aber doch Coder und niemand, der Server administriert oder sowas oder wir haben es immer genannt, Männer, die auf Pipelines starren sind, wenn wir so Ops-Themen gemacht haben, die dazugehören, aber bin ich jetzt auch ehrlich, ich mache sie, ich finde sie auch ganz spannend, aber ich bin noch lieber Programmierer. So, und so über Zeit schleicht es sich dann einfach ein, das macht auch keiner absichtlich, so nach dem Motto, ach, jetzt ist wieder so ein Ops-Thema, irgendwas stimmt in den Pipelines nicht, kannst du dich da nicht drum kümmern. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache und das ist kein eigenverantwortliches Team meiner Meinung nach. So, aber es passiert halt. Wir sind halt auch alle Menschen. Das heißt also im Endeffekt, ja, darauf achten, sich das bewusst machen und dann auch zum Beispiel solche Aufgaben zu jedem geben, aber nicht zu diesem Menschen und auch nicht zu dem Pair, wo er halt unterwegs ist, sondern ein anderes Pair mal machen lassen. Ne? Aber auch da wieder die Aufforderung, sei mutig, sprich das halt im Pairing entsprechend an oder macht eine Retro darüber. Und da, liebe Agile Master beziehungsweise Scrum Master, liegt auch eine große Verantwortung bei euch, das halt entsprechend zu erkennen und da auch möglichst früh gegen zu steuern, bevor es dann irgendwie ernster wird. So, Insights und Tipps. Jetzt möchte ich euch mal ein bisschen davon erzählen, wie arbeiten wir denn so? Ich glaube, viel habt ihr jetzt auch schon so mitgenommen, immer so zwischen den Zeilen, wie wir so unterwegs sind. Also ich arbeite in einem Team, das seit 4 Jahren ausschließlich Pair Programming macht. Ohne Wenn und Aber. Wir sitzen in einem Großraumbüro, in Süddeutschland, wir haben jeden Tag ein Pairing-Meeting nach dem Daily um 9.12 Uhr. Unser Daily ist 12 Minuten lang. Wir sind alle vor Ort. Es gibt kein Remote-Arbeiten. Wenn du nicht vor Ort bist, kannst du halt an dem Tag nicht arbeiten, wenn du externer bist. Wir haben Pairing-Stations, haben Rolling-Anchors und haben tatsächlich Ende-zu-Ende-Verantwortung. Das heißt, bei uns im Raum sitzen halt auch viele Menschen. Und ich habe es immer verglichen mit einer Bahnhofshalle von der Lautstärke her. Aber was haben wir eigentlich davon?
Warum finde ich es eigentlich doch so geil? Naja, wir verteilen Wissen super schnell. Unsere Onboardings passieren im Pair. Ersten Tag, wo ich angefangen bin, habe ich mitgepairt und habe direkt in so einem abgefahrenen Meeting gesessen. So, wenn jemand das Team verlassen hat, braucht man eigentlich keine Übergaben, weil wir waren alle in den Themen drin. Wir haben mindestens 4-Augen-Prinzip. Also das habe ich ja gerade auch schon mal gesagt. Keine Pull-Requests, kein Branching-Konzept, kein nix, keine Code-Reviews. Ne, kennt man ja, Code-Review. 5 Zeilen, 200 Kommentare, 500 Zeilen, 0 Kommentare, durchgewunken, danke. So, wir haben einen super hohen Durchsatz und eine hohe Testabdeckung bei uns, weil wir uns halt gegenseitig motivieren, Tests zu schreiben und auch daran zu arbeiten. So, und jeder identifiziert sich total stark mit dem Produkt, was wir bauen, obwohl die Hälfte meiner Mitglieder im Team dieses Produkt, was wir vertreiben, gar nicht benutzen kann. So, und wir kennen uns im Team alle sehr gut, auch privat, weil Pairing verbindet, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich werde immer so mal wieder so ein paar Sachen gefragt. Gerade zum Thema Pairing, die habe ich jetzt hier mal zusammengetragen. So, pairt ihr wirklich jeden Tag? Ja, mit zwei Ausnahmen. Wenn jemand Produktionsbetreuung macht, das heißt, guckt, dass da in Produktion alles soweit shiny ist. Wenn das interessiert, sprecht mich gerne danach an, können wir gerne drüber sprechen, was sich dahinter versteckt. Und natürlich, wenn wir eine ungerade Zahl an Dev sind, ne? Weil dann wird es halt schwierig. Entweder machen wir dann Mob oder jemand arbeitet dann doch mal alleine. Ja? So, was ist denn mit Terminen, die so im Laufe des Tages anfallen? Ja, macht man halt zusammen mit dem Pair. Ne? Euch gibt es dann halt nur noch im Tech-Team und da gewöhnt sich schon jeder dran. Das geht relativ zügig. So, und wenn es halt nicht geht, weil es halt, keine Ahnung, Mitarbeitergespräch ist oder so, da würde ich ja auch nicht mit meinem Pair auftauchen. Ja, dann arbeitet man halt mal eine Stunde alleine und muss dann hinter den Kollegen wieder aufgleisen, auch da pragmatisch sein. Und fangt ihr alle gleichzeitig an zu arbeiten? Na, wir haben einen Touchpoint, 9.12 Uhr, beziehungsweise 9 Uhr daily. Da muss halt jeder da sein. Ja, ob ich jetzt dann um 7 anfange oder um 8 oder erst um 9, ja. Nein, also wir verabreden selten Zeiten, an denen wir dann alle gleichzeitig da sind, auch nicht, wenn ich mit jemandem pair. Man fragt vielleicht mal, bist du morgen früh da oder erst so um 9? Dann kann man sich halt selber drauf einstellen oder ist halt oder halt nicht. So, Fun Fact aber, die meisten und härtesten Bugs, die wir bei uns in der Anwendung haben, die uns auch schon echt richtig gekniffen haben an der einen oder anderen Stelle, dass, wenn man da mal in die Historie von Git reinschaut, dann war das immer der Moment, wo jemand nicht gepairt hat. Und zwar durch die Bank. Da kann man nicht sagen, der kann aber nicht alleine, sondern bei uns allen. Bei mir und bei den anderen 8 Kollegen reihum. So, rotieren wir denn wirklich jeden Tag? Ja, das tun wir tatsächlich. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen, wenn irgendjemand unbedingt Weak oder Strong Anchor auf einer Story sein möchte. Ja, dann ist das auch in Ordnung. Es darf halt nur nicht die Regel werden. Und auch wenn wir Kollegen neu einarbeiten, dann nehmen wir uns auch schon mal einen Tag vielleicht mehr fürs Pairing, bevor wir halt rumrotieren. So, arbeitet jedes Pair denn gleich? Nein, auch das tun wir nicht, sondern das muss man halt mit seinem Pairing-Partner abstimmen. Willst du Hardcore-TDD machen? Willst du tatsächlich nach Zeit wechseln? Wollen wir nach Aspekten wechseln? Das kann man vorher abstimmen. Und aktuell arbeiten wir ja nicht im Pair, weil ist ja alles remote, doch wir pairen nach wie vor jeden Tag. So, da möchte ich jetzt die letzten 4 Minuten auch drauf verwenden, euch vielleicht ein paar Insights zu geben, wie wir jetzt remote miteinander Pair-Programming machen. Pair-Programming remote. Also, wir haben uns am Anfang, als die ganze Geschichte losging, natürlich überlegt, machen wir weiter Pair-Programming, ja oder nein? Und unisono haben wir gesagt, doch, wollen wir machen, sofern ein paar Voraussetzungen erfüllt sind. Ich muss die Rollen schnell wechseln können. Die Interaktion mit meinem Pairing-Partner muss so weit, wie es geht, irgendwie erhalten bleiben. Und die schnelle Erreichbarkeit im Team muss gegeben werden. Heißt im Endeffekt, ich muss auch mal, wie damals bei uns im Großraumbüro, einfach mal durchs Büro rufen können. Irgendwo braucht man ein Pendant dafür. Herausforderungen, ja, brauche ich auch, glaube ich, nicht zu erzählen. Die hatten wir alle, ne? Du hast einmal gemanagte Infrastruktur, ein VPN-Gateway, wo wir alle durch müssen. Haben dazu noch Mac und macOS und Windows als Betriebssystem. Sowohl als auch auf Entwicklungsrechnern und halt auch auf den anderen Rechnern gemischt. Genau. Das heißt, so Tools ausprobieren, musst du halt immer beides abdecken. Genau. So, was haben wir denn ausprobiert für Calls und Koordination? Also WebEx, GoToMeeting und diverse andere, die ich jetzt hier nicht nennen kann. Und dann Slack und Discord, wobei Discord auch schon so ein bisschen grenzwertig war. Worauf haben wir uns denn geeinigt? Was nutzen wir denn? Wir benutzen tatsächlich GoToMeeting. Hat sich für uns als am meisten praktikabel rausgestellt, um Gruppencalls zu machen. Nicht Einzelcalls, sondern wirklich Gruppencalls für unsere normalen Meetings, weil Slack eine Zeit lang halt auch nur 9 Teilnehmer konnte. Und die Bildschirmfreigabe war solide, selbst durch unser VPN-Gateway durch. Und für den Rest benutzen wir Slack. Wir haben eine Shit-Ton von Kanälen.
Man merkt erstmal, wie viele Kanäle man hat, wenn wir neue Kollegen dann dazu holen, die dann sagen, oh Gott, ihr habt aber ganz schön viele Channels hier. Aber ja, um so diesen Shout weitermachen zu können, schaut an Devs, schaut an Menschen, die ihr fachlichen Hintergrund haben, schaut ans ganze Team, was macht unsere Build-Pipeline, wie geht es unserer Umgebung, wir haben nur so große Monitore nicht mehr an der Wand hängen, die uns sonst was gesagt haben, die Sirene geht nicht mehr an, wenn was schief läuft, sondern ja, wir kriegen jetzt halt eine Slack-Message, dass man vielleicht dann mal kurz in die Logs schauen sollte oder mal gucken sollte, ob wir auf Grafana auf dem Dashboard was sehen. Genau. Aber wie haben wir es denn jetzt mit der Programmierung gemacht? Bei Programmierung haben wir es auch ausprobiert mit Slack, WebEx und GoToMeeting, war eher so, geht so. Dann natürlich so die IDE-Integration mit, Sharing-Features möchte ich es jetzt mal nennen. Ne? Natürlich fällt einer Live-Share ein oder CodeWithMe. Und als Unterstützung dann halt Mobster beziehungsweise Remote Mob. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Was benutzen wir denn jetzt gerade? Wir benutzen IntelliJ und CodeWithMe. Warum? Weil wir IntelliJ halt unsere Entwicklungsumgebung ist und Visual Studio Code echt ein zu großer Schritt war für die meisten Kollegen, zu sagen, ich wechsle jetzt auch noch meine IDE, lerne neue Shortcuts etc. Und CodeWithMe funktioniert mittlerweile echt erstaunlich gut. Also wir haben es gerade schon, also in der ersten Beta, die halt rauskam, oder war das noch Alpha, haben wir es ausprobiert und oh boy, haben es direkt wieder für ein Dreivierteljahr in die Ecke gelegt, weil das war ja schon gemeingefährlich zu nutzen. Wenn ihr euch das damals genauso gemacht habt und sagt, naja, also ist jetzt für mich für immer gestorben und passé, guckt es euch vielleicht nochmal an. Und die zweite Variante, die wir verwenden, ist halt Bildschirmfreigabe über Slack und dann benutzen wir Remote Mob Programming /Mob. Das ist ein sehr schöner Git-Aufsatz, oder Aufsatz auf Git, der einem halt dieses ganze Branching, Merging, Tralala abnimmt und auch so ein Pair-Programming-Timer, beziehungsweise der Gedanke ist eigentlich Mob-Programming dahinter, aber ist ja Wumpe, halt mitliefert, der halt, wenn die Zeit abläuft, dann ein akustisches und optisches Signal gibt, sodass der nächste jetzt dran wäre und dann sagt man halt einfach Mob next und dann kann der nächste sich halt den Arbeitsstand auf einem dedizierten Branch halt dann ziehen. So, mein Fazit für heute, muss ich sagen, Pair-Programming funktioniert auch remote erstaunlich gut. Ich war persönlich skeptisch. Von daher kann meine Botschaft nur lauten, probiert es selber aus. Nehmt euch ein Zeitfenster von 4 bis 6 Wochen im Team und seid konsequent in der Anwendung. Nicht, wenn der erste Stolperstein kommt, sagt, ja, das ist alles Käse, brauche ich alles nicht, hat nicht funktioniert. Nein, beißt euch da durch. Denn Pair-Programming macht richtig, richtig, richtig Spaß. Und Fun Fact, gefühlt steigt die Zahl der Teams, die Pair-Programming versuchen, gerade jetzt in Remote deutlich an. Ich habe mich, glaube ich, selten so häufig über Pair-Programming mit meinen Arbeitskollegen bei mir in der Firma ausgetauscht wie in den letzten 15 Monaten oder 18 sind es ja schon. So, und wird Flex am Schluss? Wir pairen mittlerweile auch rollenübergreifend. Wir haben natürlich mit Development angefangen, aber mittlerweile kommen auch die Menschen, die halt eher fachlichen Hintergrund haben, kommen dazu, wir verbringen den Tag zusammen. Die coden auch mal ein bisschen mit, wir machen ein bisschen mehr Fachlichkeit. Getreu dem Motto, more team, less roles. Und damit bin ich fertig für heute. Sage vielen Dank für die Zeit und wenn ihr Fragen habt, dann bitte.